So, herzlich willkommen zur Dicker Hero Folge 82. Yay. Ja. Man sieht, ich habe gestern ein bisschen was eingenommen, was hauptsächlich daran liegt, dass ich es tatsächlich so gemacht habe, dass ich mehrere Ascension gemacht habe. Also, genau genommen ist das jetzt schon die dritte Ascension nach der Aufnahme gestern. Wobei wir die erste auch schon zusammen angefangen hatten. Ja, von daher hatte ich jedes Mal mich darauf abgezielt, eine halbe Million oder 5 Millionen zu machen. Statt ne, mit einmal je 10 Millionen erreiche ich eh nicht so schnell. Von daher lieber mehrmals ein bisschen weniger. Dafür habe ich jetzt insgesamt mehr. Genau. So, dennoch kommen wir hier jetzt gerade nicht weiter, weil ich bin schon wieder weit über die 5 Millionen. Das heißt, wir machen jetzt mal wieder eine schöne Ascension. Ich habe Arman heute schon wieder auf Level 100 gelassen. Ja, hier ein bisschen Kraut und Rüben. Das liegt daran, dass ich gestern habe. Ich habe gestern hier erstmal hochgelevelt, ne? Jedes um 100 Level. Habe dann so meinen Autoklicker hier drauf gesetzt und dachte dann, ja, gib ihm. Und habe so in der Zwischenzeit was anderes gemacht. Und habe aber durch das was anderes machen komplett das Spiel hier im Hintergrund, ich sag jetzt mal, vergessen, und dementsprechend hat er ihn schon auf Level 1500 gedrückt und er ist dann wieder hier on, also rankam. Ja, habe ich dann gemerkt, okay, die hat sie hier noch die hoch zu leveln, bringt nichts, weil der war bereits so weit, dass ich ihn halt gleich Captain kaufen könnte. Aber ich habe gesagt, okay, gib ihm, level ihn gleich hoch. Bei ihm habe ich es dann sogar tatsächlich absichtlich gemacht, dass ich ihm gesagt habe, okay, versuch mal so, welche du kommst, und auch wieder so ab Level 1500. Das heißt, ich kam bei ihm gerade im richtigen Moment, konnte ich hier auch wieder zwei überspringen und dann gleich auf Lilin umsteigen. Ja, und bei ihm ist es aber leider nicht mehr so gut, deswegen ich dann wieder gesagt habe, gestern Abend dann, ne, schön hier Eisen hochleveln, und er war über Nacht. Und wie man sieht, bleibt er auch wieder auf Level 222 stecken. Weswegen wir jetzt, wie gesagt, noch ein Ascension machen, weil ich glaube, man viel weiter kommen war nicht, wir bleiben jetzt schon wieder hängen. Gut, die Kombo ist jetzt auch noch relativ niedrig, weil ich ja heute Nacht und gestern die ganze Zeit passiv gespielt habe und jetzt vor einer halben Stunde auf aktiv umgestellt habe. Dennoch denke ich mal, ne Ascension würde uns besser bereichern als hier. Ja, und man sieht, wir haben schon wieder fast 140 Rubine. Wir können also tatsächlich bald mal gucken, wie viel es bringt, einen zweiten, dritten Autoklicker kaufen. Oder noch ein Quick Ascension machen, wobei Quick Ascension ist so, lass mal nicht machen. So, was wir jetzt tun könnten, ist, dass ich die mal ein bisschen hochleveln. Ich weiß nur nicht, was könnten wir machen? Das bräuchten wir dann fünfmal. Das heißt, wir bräuchten 1, ja doch, definitiv mehr als 1E7. Ich bin tatsächlich erstmal hier für ihn weiter hoch zu leveln. Ich weiß noch nicht wie weit. Deswegen speichern wir sowieso erstmal, ne? Egal ob jetzt so oder so, ne? Speichern ist immer ganz wichtig. Ja. Ja, ja, ja. Snomiko. Ja. Habe ich mir gestern reingezogen. Hatsune Miku, die kleine Schlalala Wiener. So. Ich habe auch schon mal gesagt, ne, dass ich so ein riesen Fan von der Vocaloids bin und mir da mittlerweile eine riesige Datenbank aufgesetzt habe. So, wir ziehen irgendwie, wir machen es einfach mal, ne? Bam. Das war der größte Wahnsinn, den ich je gemacht habe. Oh Gott, ich werde so hart bereuen. Oh Gott. Ich werde sterben. Oh Gott. Okay, gut. Ja. So, jetzt haben wir schon wieder ganz schön viel verschwendet. Nächste Frage, sollen wir jetzt die alle auf Level 20 ziehen? Das wären 6E6 im Durchschnitt. Nein, nee, wären 8E6, da ist ja noch einer. Ich hasse das, dass sie so verteilt sind, ey. Das macht mich mal ein bisschen decker. Tja.
Chadis sind noch alle schön frisch, weil ich habe die alle quasi immer dann eingesetzt. Also zwischenzeitlich habe ich die gar nicht eingesetzt, ne? Die Ascension selber habe ich immer komplett durchgezogen ohne Hilfe. Sondern die habe ich mal eingesetzt, wenn ich eine neue Ascension angefangen habe, um überhaupt mir erstmal ein paar Helden kaufen zu können. Da habe ich die mal eingesetzt. Hätte ich jetzt quasi auch machen können. Machen wir am besten auch mal. Also jetzt natürlich nicht mit denen, sondern wir haben jetzt mittlerweile schon wieder Gold. Wie gesagt, ich habe gestern quasi komplett passiv gespielt, also komplett idle. Da wir da ja mittlerweile auch schon relativ bonusreich sind, sage ich jetzt mal. Übrigens habe ich bei mir auch neue Transcended tatsächlich, weil mir ist echt ein Fehler aufgefallen bei meiner Konstellation meiner Bastarde hier. Und zwar hatte ich bei mir, ich weiß nicht wie ich darauf kam, auch ihn hochgelevelt. Ja, ich hatte ihn auf Level 7. Ich habe also gut und gerne ja, haufenweise Ascension Souls reingesputtert. Und dabei bringt der aber im Schnitt gar nichts. Der hat bei mir auf Level 7. Oder was Level so? Doch, müsste Level 7 oder? Nee, oder was Level 4? Auf jeden Fall, egal. Auf jeden Fall waren es gerade mal 18%. Das, also, ne, er macht Ascension Cost, heißt also praktisch die Kosten. Hier. Soweit ich das weiß. Und ich weiß nicht, was verwechsel. Auf jeden Fall, egal was es bringt, 18% ist ein Witz. Ne? Und deshalb habe ich bei mir gesagt, okay, ich schmeiß den raus. Hat der bis dahin sowieso schon bei mir mittlerweile wieder 30 auf der hohen Kante. Und da habe ich jetzt bei mir tatsächlich gemacht, ich habe ihn hier auf hochgelevelt, schön hoch. Dann habe ich hier, genau, Pandorius, wobei ja den hier habe ich, Ponyboy. Ich guck mal ganz kurz, muss mir selbst überlegen, was ich hier gemacht habe. Weil bei mir ist ja hier alles anders sortiert, ist ja, bringe ich gerade ein bisschen aus dem Konzept. So, also ich habe gelevelt, Level. Xylit, der für alle Idle-Bonusse zuständig ist. Ist der hier anders oder bin ich bekloppt? Ne, doch, der ist gleich. Den habe ich auf Level 8. Ja, ist nicht hiermit vergleichbar. Weil wir haben hier bei Level 50 gerade bei 1500%, weil hier gilt pro ein Level ist 100% plus. Bei mir ist ja die neuere Staffelung. Das heißt, ich habe jetzt schon auf Level 8 einen Bonus von 2460% plus. Wie gesagt, diesen Core-Gololyt, also diesen Typ hier, habe ich komplett rausgelassen. Dann habe ich Pandorius. Das ist dieser kleine Ficker. Der macht bei mir was anderes. Und zwar gibt er keine Transcension Power, sondern der gibt einfach direkt DPS zu. Deswegen habe ich ihn auf Level 20, weil er kostet tatsächlich auch pro Level eine, so wie hier. Und das heißt, ich habe 2000% plus. Was das bringt, muss ich gucken. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, ne, ist nicht so teuer, kann man machen. Und dann habe ich, wie gesagt, Ponyboy. Das ist der ganz hier unten. Pardon. Der gibt bei mir halt direkt Primal Hero Souls Plus und nicht, dass er hier für den Effekt erhöht. Hatte ich ja schon mal Diskussion. Und den habe ich jetzt mittlerweile auch auf Level 8 und der gibt mir dementsprechend 64.000% mehr Hero Souls. Also gute Stücke. Das heißt, ich habe jetzt wieder alleine wenn ich Level 105 erreiche und den ersten Primal Boss erledige, kriege ich bereits vom ersten Primal Boss weit mehr als 10.000 Hero Souls. Ja, das ist hier leider so nicht möglich, weil wir hier nur dieses indirekte Ding haben und es auch wesentlich ineffektiver ist und alles. Von daher ist das ein bisschen schade, aber gut, es ist halt so. Ja. So, wir bleiben hier mittlerweile. Oh, ja klar, wenn ich idlen gehe, dann sollte ich natürlich auch dafür sorgen, dass wir auch alter Stärke haben für idlen, ne? Da, danke schön. Und habe dabei übrigens noch in mein Team mit aufgenommen. Also in mein Ancient Team habe ich jetzt noch einen neuen aufgenommen, einen einzigen. Und zwar habe ich den hier auch. Wenn wir neu. Nee. Den da. Nein. Doch, genau, den habe ich bei mir. Weil ich habe bei mir mittlerweile schon vier Autoklicker. Und nutzen tue ich in der Regel
in letzter Zeit gar keinen. Einfach weil ich nur noch rein passiv spiele und das Hochleveln, da benutze ich ab und zu mal ein. Aber, also wenn ich gerade in den höheren Leveln bin. Ne, hier am Anfang habe ich immer manuell 1000, 1000, 1000, 1000 Level. Und wenn ich dann aber irgendwann bei dem allerletzten bin, bei dem. Nein, ich wollte hier rauf. Da. Ich gebe denen alle immer gleich von Anfang an, wenn sie mit einmal 1000 Level, kann man ja bei mir machen, weil hier hört es ja bei 100 Level auf. Bei mir jetzt aber diese Staffelung bis 1000 Level. Von da kann ich jedem immer gleich 1000 Level geben. Solange bis ich dann bei mir irgendwann halt bei ihm angekommen bin, bei dem letzten, den ich nehmen kann. Und auf ihn setze ich dann, wenn ich soweit bin, einen Autoklicker rauf bei 25er Staffelung und sage immer, wenn du hast, gib 25 Level dazu. Das ist halt das Einzige, wofür ich halt Autoklicker verwende. Das heißt, bei mir sind mittlerweile einige ungenutzt. Und da bringt es tatsächlich was, ihn hier zu nehmen, weil er hat schon allein am Anfang pro, ja, nicht verwendeten Autoklicker, im Idle, ich idle ja die meiste Zeit, 160%, ich glaube, bei mir ist es eine etwas andere Staffelung, bei mir ist es nämlich 256%, glaube, pro Autoklicker. Das heißt, in meinem Fall 3 mal 256 im ersten Level. Ich habe ihn aber mittlerweile auch schon auf Level ich tot. Auf Level 600, ne, so wie alle anderen meine wie gesagt, ich habe gerade gestern transcendet, von daher bin ich noch relativ niedrig am Anfang. Ich bin gerade mal bei Level, weiß nicht was. Ja, und wie gesagt, bei Level 600, und da gibt es schon pro unbenutzten Autoklicker, genau, 1,5 Millionen Prozent dazu. Das ist krank, das ist geil, das gefällt mir. Ja, und dementsprechend, geile Scheiße. Mag ich. Und da ist jetzt die Frage, ob wir den auch nehmen, weil wir haben ja hier auch schon mittlerweile zwei. Und das wären tatsächlich. Komm, bevor ich schon rumquatsche, nehmen wir den einfach mal. Und das heißt, er ist jetzt Level 1, so ist er da. So, das heißt, wir haben jetzt schon. Moment, hier mal Gold. Muss man das kurz gucken? Lol, der mit den Effekt verändert. Wir kriegen hier Gold. Wohl bei mir ist es nämlich DPS. Da. Plus, also ganz unten der Typ, kann man es lesen? Ja. Plus 1,5 bla 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 DPS per. Da haben wir den Effekt auch nochmal komplett verändert. Jetzt haben wir auch eine andere Prozentzahl. Okay. Hat sich das denn wirklich gelohnt? Ja, doch, letztendlich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ne? Ups. Oh, ja, ich war ja im 100er Staffelungsmodus. Haha. Ja. Also, ich denke mal, ist da jetzt wie gesagt nicht DPS, sondern Gold mehr, aber kann man auf jeden Fall trotzdem machen. Ich weiß nicht, nur nicht, welche Staffelung war das hier. Hier wieder das mit der 1. Hallo, bitte Steuerungstaste. Danke. So, mein Tablet mach ich mal aus. Brauche ich erstmal nicht. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal hier auf ein schönes Level heben. Ne? Muss ja nicht sein, dass es hier scheiße aussieht. Okay, das heißt, wir haben jetzt ja das 800-fache an Gold, was wir gerade bekommen. Kann man auf jeden Fall machen. Aber er ist wesentlich teurer als das Level ist. Er ist also gleichbedeutend wie der Typ hier unten. Dass es nicht ganz gleich ist. Ist bei mir aber genauso. Der ist jetzt bei mir in der Liste ganz unten, weil ich den tatsächlich erst später gekauft habe. Also nach der Transaction, nachdem ich schon alle anderen hatte. Weswegen er jetzt bei mir halt ganz unten ist. Aber eben, er wäre praktisch, ich kann mal meine aktuelle Liste zeigen. So, das wäre dann nämlich hier mit eingeordnet. Genauso wie bei Moloch. Weil nämlich er, genauso wie Moloch, halt das hat,
dass er ja quasi zwischen ein Level ist gleich, also Level ist gleich Preis, Level 200 kostet 200. Und dem hier, wo das immer exponentiell ist, hat also Level 10 kostet 1024. Und die sind halt beide dazwischen, kosten jeweils gleich viel pro Level. Von daher habe ich den halt hier mit reingeschoben. Das heißt also, ich habe jetzt nicht mehr zwei Gruppen und zwei Einzelne, sondern habe jetzt quasi einen Einzelnen hier oben und dann drei Gruppen. Ja. So, nichtsdestotrotz heißt das hier im Klartext, wir dürfen ihn maximal auf das Level heben, was auch die anderen hier haben. Oder noch besser gesagt, ich lasse ihn aber jetzt erstmal auf Level 500. Ja, weil ne, wir wollen ja hier nicht gleich direkt wieder unsere Heroes Points verschwenden, den haben wir davor nicht eingeplant. Aber bei der nächsten Ascension können wir den dann voll mit reinnehmen. So, dann gucken wir mal erstmal hier wieder, was gerade abgeht. Ich glaube nämlich, wir haben noch hier ne, ein bisschen Level kaufen. So. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Achso, siehst du, Armin hat gleich wieder auf Level 200 Tiefen, ne? Danke. Das vergesse ich immer, uns immer. So. Hallo? Achso, ist rot. Ja, klar, habe ich schon wieder. So, gehen wir wieder 25-fach und setzen den darauf. Jetzt haben wir leider nur noch einen Autoklicker, ne? Heißt also, wir kriegen weniger Gold. Schade. Wobei es ja gerade die Hälfte ist, ne? Also, das ist ja leider nicht exponentiell, sondern halt einfach, wir kriegen halt entweder jetzt pro Autoklicker praktisch diese Prozentzahl. Halt also mit beiden Autoklickern hätten wir jetzt was? Hätten wir jetzt genau das 800-fache mit einem und mit zwei hätten wir jetzt das 1600-fache. Halt also gerade mal das Doppelte. Ne? Und wie immer gesagt, ne, Verdopplung klingt zwar schön, aber bringt unterm Strich nicht so viel. Boy. Von daher. Einmal 800% Zuwachs, nein, einmal das 800-fache an Zuwachs reicht schon aus. Damit kommen wir schon ordentlich weit. Warum stocken wir hier? Willst du mich verarschen? You are stupid. So, das so viel dazu. Ja, wie gesagt, heißt also bei uns hier ist soweit erstmal alles ne, in Ordnung. Das sind halt auch die einzigen, die gleichen, die ich halt habe. Was das hier bedeutet, ich weiß es nicht ganz genau. Mit dieser Transcendental Power kenne ich mich offen gesagt noch nicht ganz so aus. Ich weiß nur, dass wir hier oben halt direkt nach der ersten Transcension haben wir halt schon eine extreme Power. Und ich glaube einfach nicht, dass das hier viel bringt. Weil wir sagten, ne, allein wenn wir ihn auf Level 15 bringen würden, wäre das halt gerade mal ein Zuwachs. Von, jetzt muss ich lügen. Ja, 0,75% müsste es sein. Und da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob das halt so viel ist. Also es würde das hier halt um die Hälfte erhöhen, nochmal. Aber Transcension Power. Increase the number of hero souls you get from primal bosses. Müssen wir uns echt überlegen, weil wir kriegen ja mittlerweile als Primal-Bonus kriegen wir mittlerweile auch schon so mehrere tausend, also bis zu 10.000 und mehr Hero Souls. Wenn das hier mal aufblitzen würde, könnte man es vielleicht mal sehen, aber blitzt immer so schnell durch, man sieht gar nichts. Nee, aber in den späteren Leveln, da hat man dann weitaus mehr als 10.000 Hero Souls pro Boss. Und da wäre das dann praktisch eine Erhöhung um ein Prozent oder wie sehe ich das jetzt? Weil wenn es das 1% mehr gibt von diesen Hero Souls, dann wäre das auch wieder ein Witz. Der Maximum Primal Hero Soul Bonus Reward from Transcendental Power is currently 5% of the total Hero Souls. Ah. Halt also hier von 5% ist das hier.
Haut doch hin. Ja. Das heißt, wir bekommen jetzt quasi von den Bossen, egal wie hoch wir leveln, maximal so viele Hero Souls. Da sind wir jetzt zwar mit unseren 10.000 Hero Souls pro Boss noch darunter. Wobei bei den letzten Bossen haben wir, glaube ich, sogar schon 15.000 bekommen. Also jetzt an Transcendent Bonus. Also der zweite Wert, der hier unten steht. Von daher sind wir von der 50.000 noch weit entfernt. Wir sind aber auch gerade mal bei Level 2000, ne? Schwer zu sagen, was hier gerade was bringt. Bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig? Haha. Ah, der ist mittlerweile auch ganz schön hoch. Müsste auch sein, ne? Ich meine, von unseren 64.000 ist das noch weit entfernt, aber es geht tatsächlich mittlerweile ganz gut. Ja, wir haben mittlerweile auch schon bei den ersten 50 Leveln schon 20.000. Wir sind also auf einem guten Weg. Von daher lasse ich das tatsächlich einfach mal alles so, wie es ist. Ja, lasse ich alles so, wie es ist. So, das heißt. So, ist noch rot. Ja. Doch, genau, bleibt alles so. Gut, dann sind wir also mit den Vorbereitungen erstmal so fertig. Dann kann ich also so tatsächlich die nächsten Ascensions erstmal machen. Wir haben jetzt hier ein paar, naja, ein paar hochgelevelt, also eigentlich nur hier unten den auf Level 1000. Ihn haben wir auch ein bisschen, also hier, ihn haben wir neu reingenommen. Wobei der halt tatsächlich einen anderen Effekt hat als bei mir. Gut, kriegen wir mehr Gold. Ist nicht so schön, wie direkt mehr DPS zu haben, weil ja, mit mehr Gold bekommst du zwar praktisch mehr pro Ebene, aber wenn du mehr DPS bekommst, kommst du halt in den Ebenen weiter, was letztendlich für Hero Soul Farm besser ist. Hier musst du praktisch erstmal indirekt warten, weil du praktisch mit dem Gold, was du denn mehr bekommst, natürlich dann auch letztendlich mehr Geld, mehr Helden kaufen kannst und damit dann weiterkommen kannst, klar. Aber es ist halt quasi indirekter, als direkt den DPS-Wert zu erhöhen. Und dann haben wir halt noch hochgelevelt gerade den Typen hier auf Level 500. Also siehst du das? Die sind jetzt beide auf 500, ne? Ja. Beide gleich. Und der hier unten ist jetzt Level 1000. Na gut. Kann man machen. Wobei ich jetzt gerade überlegen muss, ist das wirklich so? Haben wir mal 1 E6 und das ist hier 3 E6. Ja doch, warte. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit der Aufnahme. Dann sehen wir uns tatsächlich gleich zu Extermination Day wieder. Fragezeichen? Ja, doch. So. Ja, genau. Dann sehen wir uns zu Extermination Day wieder. Beziehungsweise, ihr habt die Folge vielleicht schon gesehen, weil ich immer noch nicht weiß, wie ich das hier eintakte. Mit der Zeit, wann jetzt immer Clicker-Heroes rauskommt. Beziehungsweise kommt der vorläufig erstmal immer wieder 8 Uhr raus. Heißt also, Extermination Day und Eternal, also die Doom-Aufnahmen, nehme ich schon mal nach Clicker-Heroes auf, veröffentliche ich aber vor Clicker-Heroes. Weil ich es einfach immer um 0 Uhr veröffentliche. Ja. Bisschen verrückt, aber gut, ist halt so. In dem Sinne, schau mit V und dann sehen wir uns gleich zu Extermination Day wieder. Beziehungsweise. Extermination Day ist immer ganz praktisch, wenn ich hier das Ding beende, damit mir der Browser hier nicht die ganze Rechenleistung klaut. Chromium ist ja ein bisschen, beziehungsweise liegt ja nicht wirklich an Chromium, also an Chromium auch. Ne? Chromium ist da leider ein bisschen. Es ist nicht ressourcenhungrig, aber es sorgt für Eingabelags. Ich weiß nicht warum, aber gerade die Maussteuerung, die wirkt dazu stockerhaft. Obwohl das Spiel selber flüssig läuft, stockert die Maus, wenn ich Chrome im Hintergrund offen habe. Ja. Und vor allen Dingen ist halt hier jetzt auch ein Flash-Game auf, ne? Und Flash-Games
sackt ja sowieso extrem. Von daher machen wir mal das lieber ohne. In dem Sinne, sehen wir uns gleich wieder zu. Ne, also sehen wir uns nicht wieder, aber ich mache jetzt die Aufnahme. In dem Sinne, schau mit V.